Ja, hallöchen, Freunde der guten Laune, der besten Unterhaltung und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zur Demo-Fassung unserem allerersten Review vom Crime-Scene Cleaner oder wie ich ihn ganz gerne nenne, den Tatortreiniger. Und falls ihr genauer wissen wollt, worum es in dem Spiel geht, ich habe dazu ein kurzes, kleines, knackiges Video vorbereitet, in dem lese ich alles vor, worum es in diesem Spiel geht. Am 4. April erscheint auch schon das Prolog, beziehungsweise, ich sag jetzt mal, das komplette Spiel zumindest. Hier ist ja, wie gesagt, nur eine Demo-Fassung und die werden wir uns natürlich auch mal ein bisschen genauer angucken. Aktuell müssen wir mit der Tastatur, mit der Maus spielen, was jetzt nicht weiter schlimm ist. Ihr könnt aber bestimmt später im Prolog auch mit dem Gamepad spielen. Von daher passt das auch später. Sind wir also ein bisschen gespannt. Machen wir uns darauf gefasst. Ich wünsche euch auf alle Fälle ganz viel Spaß. Wir legen einfach mal los. In diesem Spiel, ganz kurz mal auch gefasst, geht es eigentlich darum, dass wir ein normaler Mann sind, der wahrscheinlich irgendwas auch mit Reinigung zu tun hat. Und wir sind in die Hände der Mafia geraten und müssen quasi jetzt deren Dreck hinter ihnen wegräumen. In diesem Sinne, legen wir los, neues Spiel. It's open, just come in. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. Oh. Champagner. Mom! What are those noises down there? Oh shit. Finde dein Handy, okay? Oh, wer bist du denn, kleine Maus? Sorry, Dexter, but it's no time for a walk. Oh. Oh, ich liebe Hunde. Okay, Handy, da! I need your services, man. Son of a bitch was having an affair with my wife. So I just offed him and his entire family. The problem is, I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance footage as well. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Ah, gut. Wir haben es ja schon so ein bisschen mitbekommen. Er hat ein bisschen überreagiert, aber nur ein bisschen. Gut, suche nach deinen Werkzeugen. Also einmal hier. Dann haben wir hier auf der Seite noch was. Das sieht aber wirklich sehr gut aus. Wir arbeiten hier übrigens mit der Unity Engine. Die sieht atemberaubend gut aus. Ich bin sehr erstaunt, wie schön detailliert das Ganze aussieht. Guckt euch das mal an. Meine Herren aber auch. Also, wir kennen ja die Unity Engine von vielen Spielen, aber so gut habe ich es selten gesehen. Ah, wir müssen irgendwie runter, auf alle Fälle. Schön. She's still in the hospital. Ach. Badezimmer. Oh, sieht wirklich sehr schön aus. Ja, also hier haben wir, glaube ich, nichts. Eine Kerze flackert hier. Ach, der süße Hund. Geht's hier irgendwo runter? Oh, haben wir hier noch irgendwas? Oh, nee, ich wollte gar nicht schlagen. Was soll denn das? Bleib doch mal ruhig. Anheben. Ja, okay. Ah, hier geht's runter. Da. Das haben wir. Alles klar, haben wir. Geh zum Auto. Oh, ja, was ist Computer? Also hier kriegen wir wahrscheinlich auch ein paar E-Mails. Können wir darauf zugreifen. Okay. VPN on. Cool. E-Mail. Petro, warte mal, erstmal Patricia Alicia, ist die Klinik Herr Kowalski. Ihre Tochter hat ihren gestrigen Termin verpasst und ich finde es sehr beunruhigend. Beim letzten Gespräch haben sie mir versichert, dass Elnas Gesundheit und ihr Wohl gerade in höchster Priorität ist. Bitte kontaktieren Sie mich so schnell wie möglich. Ohne angemessene Behandlung wird Elena nie wieder gesund werden. Dessen hoffe ich, dass sie sich das bewusst sein. Patrick Elias. Okay, ich glaube, weil wir wahrscheinlich so wenig Geld hatten. Petro, fahre direkt zu King's Crossing Street 6 im Bezirk Camptons. Löschen Sie die Überwachungskameras. Sie werden 5 Leichensäcke brauchen. Vergessen Sie nicht den toten Miss Care im Keller.
Machen Sie es schön sauber und vermassen Sie das nicht. Denken Sie daran, Sie sind uns etwas schuldig. Ja, leck mich doch. 5 Leichen? Okay. Sieht man nicht viel? Ach du Scheiße, was hat er denn gemacht? Oh mein Gott. Auf den letzten Bits auf alle Fälle eine Leiche zu sehen. Oh, oh gut, das geht ja immer noch. Dachte, das wäre schlimmer um ihn. Gut. Hier, das ist jetzt unsere Mission, genau. Sehr schön. Die müssen wir nicht annehmen. Wir müssen einfach in unser Auto einsteigen. Denn wieder raus hier. Es läuft auch butterweich, muss ich mal sagen. So. Fahren wir mal dahin. Hat ein bisschen was von Thief Simulator, muss man mal sagen. Von der Art und Weise. Jetzt ist unser Haus. Aktive Mission 1000 und Miss 10.000. Eieiei. Oh, da mache ich auch gerne den Tatortreiniger für 10.000 Dollar. Mal gerne. Da können die gerne auch 24-7 morden. So, da sind wir auch schon. Okay, Wagen aus. Sachen mitgenommen. Die wohnen aber wirklich sehr abseits. Einen Weg in die Villa finden, entsorge die Körper. Waldweg, keine Aufgaben an diesem Ort. Okay. Müssen wir irgendwas noch mitnehmen hier? Nö. Okay. Kodex-Eintrag. Ah, können wir unser Tablet holen? So, wir haben hier Sammelobjekte. Und welche Briefe? Quests. Gut. Werkzeuge haben wir unsere Hände. Aktion, Interaktion, Ort, Zuhause, Charaktere, Herr Kowalski, Mionmüller, Kient, Elena. Ja, okay. Hier ist die Karte. Okay, immer. Ist aber ein Riesenanwesen, wa? Was man gerade gesehen hatte. Kann ich hier zugreifen? Nö. Ort freigeschaltet, Schwimmbecken. Ach, Zackrebleu, ist nicht dein Ernst. Ach du Scheiße, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes ist das ein Blutbad. Werkzeugrad öffnen. Was sollen wir jetzt machen? Einen Weg in die Villa finden, entsorge die Körper, Beweise sammeln. Okay, wähle den Müll los, wische das ganze Blut auf, leere den Pool. Ah, okay. Ah, wir brauchen wahrscheinlich den Eimer hier. Drehen, halten, werfen, loslassen. Ah. So. Oh, wei. Gut. Stellen wir erstmal hier hin. Erstmal gucken wir uns hier um. Blutflecken waschen, T drücken, um den Kodex-Eintrag anzusehen. Okay, Werkzeug öffnen, Mob ausrüsten, Hochdruckreiniger ausrüsten. Ja, das kriegen wir schon alles hin. Erstmal gucken wir uns mal um. Sind hier irgendwo noch Leichen? Oh. Kann ich hier rein? Okay, ich kann ja nicht einfach so rein. Ich muss den Pool erstmal entleeren. Mal gucken, wie ich das hier mache. Oh, guck mal, Basketball. Okay. Und Kopf. Yes, yes, yes. Das erste Mal in einem Spiel, dass ich einfach mal so einen Korb werfe. Oh, scheiße. Gut. So, wie lernen wir eigentlich den Pool? Geh mal kurz dahin. Ach, vielleicht ist das. Ach, das ist bestimmt für den Pool. Ah, guck mal hier. Oh, den muss ich auch noch säubern, wa?
Was haben wir denn hier? Workshop. Okay. So, wer ist denn er hier? One shot in the back, one in the head. He didn't really stand. Naja, aber es ging wahrscheinlich schnell. Gut, dich haben wir schon mal hier. Ach du Scheiße, der macht ja Dreck. Okay, gut. Das machen wir nachher weg. Wir bringen die Leichen erstmal dorthin. Okay, wir suchen erstmal die Leichen hier. Hier ist alles in Ordnung. Wenn man so sagen kann. Won't budge. Looks like some kind of electronic lock. Supi. Kann man hier irgendwo rein? Nee, aber auch schönes Gebäude hier. Man liegt hier vielleicht noch irgendwas? Nö. Wir können das mal ganz kurz hier wegmachen. Weil wir müssen ja hier sauber machen. Gut. Können wir die noch irgendwie durchsuchen vielleicht? Nee, auch nicht. Ach, guck mal hier. Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up, not here. Let's go inside. Won't fare too far, Mark. Ah. Okay. Drehen. Einsammeln. Sehr schön. Beweise einsammeln, haben wir schon mal alle. Was haben wir hier? Ah. Aber es war cool gemacht. Oh. Können wir es einsammeln? Ja. Sehr gut. Aber solche Sachen können wir wahrscheinlich nicht einsammeln. Feuerlöscher. Oh, warte mal, hier. Nee, können wir einfach nur... Oh, wir können mal gucken. Nee, ist so eine Kiste. Okay. Nee, hier ist, glaube ich, jetzt nichts Wichtiges mit dabei. Hier haben wir schon gerade eben geguckt. Gut. Wir haben schon mal die Tür aufbekommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also wie gesagt, ich würde mal ganz leicht erstmal zusammensammeln. Dann geht es das Eingemachte. Erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Erdgeschoss. Gut, hier scheint alles sauber zu sein. Wir können uns aber kurz mal hier umgucken. Oh. Können wir auch alles hier durchforsten. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Good old times. But now I have to deal with Jennifer's body. Klopapier. Sonst glaube ich hier nichts Wichtiges mit dabei. Aber schönes Haus, muss man echt mal sagen. Also bei aller Traurigkeit. Oh, verdammt. Make it look nice and clean. Bei aller Traurigkeit. Attacked by surprise. Probably had no idea somebody's after her husband. Tried to make that call, but ran out of time. Oh, haben wir Schwein gehabt.
multiple stab wounds. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? So, werfen. Mensch, Mensch, Mensch. Was natürlich ein bisschen traurig sein wird, was ich jetzt glaube, ist halt wirklich, dass wir auch gleich den Jungen tot auffinden werden. Aber ey, du, ich will jetzt wirklich nicht Pietitos kriegen, aber das ist eine schöne Bude. Oh, oh. Der Keller. Jesus, that one was tortured. Ja, der sieht aber immer noch in Ordnung aus, würde ich mal sagen, oder? As if one wasn't enough. Oh. Ach du Scheiße. Ja, der wurde aber übel zugerichtet. Andy for breaking bones. So, hier haben wir ganz viele Beweise. Alter, Falter. Ja, da war auf alle Fälle jemand, gerne Handwerker. Oh, okay, das können wir auch machen. So, dann halten wir dich mal ganz kurz, mein Freund. A lot of stab wounds, some drill marks. Easy to see that it was deeply personal. So that must be Mark. Hi Mark. Hi Mark. Ah, wir verstehen uns. Ach, cool gemacht. Was haben wir hier? If you'd ever bought these, maybe you could have saved your family. Ja, du, das kann, wenn an den falschen, also allein schon fremdgehen ist immer nicht gut. Aber an den falschen gerätst, war, kann das auf alle Fälle schlimm enden. So. Immerhin liegt die jetzt zusammen. Gut, wir haben schon mal 3 von 5 insgesamt. Hier ist, glaube ich, nix. Is that a surveillance room? Oh, Überwachungsraum? This message didn't age well. Oh, warte, 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 will ich mal angucken. Steht da irgendwas? Hinaus about us. Stay safe, my dear. Okay, alles klar. Ist wirklich gut gealtert. Ah, okay. Bilder. Manueller Hack. Ah, warte mal. 3. Bist du relativ frühzeitig machen? Ja, sehr schön. Ach so. Huh, hier sind die ganzen Aufnahmen. Können wir uns die angucken? Können wir auch alles komplett auswählen? Nee. Ja, hier löschen. Sehr schön. Haben wir gelöscht. Können wir auf irgendwas noch hier zugreifen? Nö, wa? Scheinbar alles gelöscht zu haben, denke ich mal. Können wir hier irgendwas öffnen? Nö. Ansonsten ist ja hier nichts weiter. Oh, was ist das hier? So much for all the healthy living. Was werde ich tun, um mein Leben zu verbessern? Eine gesunde Ernährung beibehalten. Ich sollte mindestens 7 Kilogramm abnehmen, um mich mit meinem eigenen Körper wohlzufühlen. Zu Hause oder im Fitnessstudio trainieren, mindestens 4-mal pro Woche. Vor weniger als 1 Jahrzehnt war ich ein bekannter Fitnesstrainer. Verdammt nochmal, ich war auch vor nicht allzu langer Zeit Miss a Teen, oder? Oder Fokus auf die Therapie. Alles klar, gut. Da ist auf alle Fälle einiges im Argen. Können wir es mitnehmen irgendwie? Nee. Oh.
Mr. Grabby Hand strikes again. Mr. Grabby Hand strikes again. Da hat er mal geile Sprüche drauf. Guck mal, können wir doch öffnen? Gut, zwei Leichen fehlen uns noch. Was geht hier auch noch nach oben? Alter Falter, ey. Im Aquarium kann ja nicht sein. Du kannst ja auch manchmal sein. Joyful Nihilism. Is that what makes this whole ride worthwhile? Oh. Ach du Scheiße. A compulsive gamer. Ach du Scheiße. Hat einen Jungen umgebracht. Oh. Der hat den Tatortreiniger gespielt. Ah, shit, tut mir leid. Just imagine playing some FPS and ending up with a bullet in your head. Now that's what I call immersion. Ah ja, du, wie sag, ey, wenn du mich den falschen anlegst, die kennen kein Pardon. Was ich ganz cool finde, ist, auch wenn wir zum Beispiel jetzt jemanden hier auf unserer Schulter zu hängen haben, wir können quasi noch mit allen Sachen interagieren. Finde ich sehr cool gemacht. Gut. Dann können wir uns ja mal hier so einen Eimer schon mal schnappen und den nach oben bringen, weil ich... Oh, verdammte Scheiße. Einmal umgekippt. Denn ich würde nämlich mal sagen, dass wir oben anfangen. Quasi in etwas kleinerer Fläche. Weil viel ist ja oben auch nicht. Relativ übersichtlich. Und dann arbeiten wir uns langsam unten durch. Das wird auf alle Fälle lang gehen. Das ist halt das Krasse. Das heißt, wir halten. So. Oh, hier haben wir noch ein Handy. Your concerns were legit. Dad had an affair and fucked the whole family by accident. Okay, Tür. Was hat er denn hier gemacht? Hallo? What the fuck? Was hat er denn hier ge- Oh, was ist hier? Eine Axt. Don't have a key? Ah, es wird ja noch reparieren. Wo ist denn die Leiche? Oh shit. Oh Schreck. Oh, oh nein, 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 nein. Scheiße. Oh, herzlichen Glückwunsch. Gut, Freunde, würde man sagen, fangen wir mal hier an, wa? Wie auch immer. Kann ich das jetzt hier irgendwie, was kann ich damit machen? Also hier, ah. So, ja, dann fangen wir mal an, indem wir erst einmal, keine Ahnung. Schwämme. Wir haben jetzt erstmal einen Hochdruckreiniger. Ah, cool. Okay, gut. Der funktioniert schon mal. Den packen wir mal ganz kurz hier weg. Können wir den hier irgendwie jetzt hier wieder einsetzen? So. Okay. Wir bräuchten aber wahrscheinlich erstmal sowas wie eine Mülltüte. Hier, Mülleimer. Ah, gedrückt halten, dann können wir gleich mehrere mitnehmen. Guck mal, dann können wir zum Beispiel hier einmal gedrückt halten. So. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier so weitergehen können. Tatsächlich, das ist ja cool gemacht.
Und ja, das leuchtet auch dann auf, was hier wegzuschmeißen ist. Okay, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Das können wir nicht wegschmeißen. Hier haben wir noch einen Rest Tür. Achso, unten haben wir noch ein bisschen was, aber das ist jetzt erstmal halb so schlimm und halb so wichtig. Ah, du sollst Schubladen sogar zumachen. Also wir müssen wirklich komplett das alles wieder so... Ah! Krass. Gut, dann können wir jetzt mit dem Hochdruckreiniger abholen. Wir können erstmal das hier kurz mal wegmachen. Mission accomplished. Sehr gut. Das sieht eigentlich schon mal gar nicht so verkehrt aus. Stehen wir trotzdem mal. Oh, du, ey, ganz ehrlich, das sieht schon wieder richtig gut aus. Warte mal, hier nochmal machen. Keeping calm is the best I could do. Das können wir nicht anheben. Hier haben wir noch ein bisschen was. So, sehr schön. Aufheben. Das sieht gar nicht mal verkehrt aktuell aus. Sehr schön. Nur, dass diejenige Person tot ist. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Problem. Ich bin aber gerade erstaunt, ist jetzt diese auf der linken Seite die 40% nur für den Raum oder für alles, weil ist ja wesentlich mehr Blut. Oh, ich muss das mal wieder sauber machen. Guck mal, ist nämlich jetzt voller Blut. So, was natürlich jetzt ein bisschen ist, wir müssen doch mal überlegen, weil ich merke gerade, wenn wir wirklich mal da durchlaufen, wenn wir natürlich jetzt hier und da aus Versehen mal ein bisschen mehr Dreck reinnehmen, ein Luftreinigungswerkzeug. Warte mal, was ist das denn? Verwenden Sie so ein Werkzeug zu Luftreinigen? Ach krass, das gibt's auch. So müssen wir mal den ganzen Weg jetzt hier mal komplett reinigen. Boah, jetzt soll das Bild irgendwie sauber machen. Ja, ich fange jetzt doch mal ganz kurz hier unten an, weil wir uns natürlich noch oben ein bisschen rumbewegen müssen. Und immer wenn ich runterkomme, dann laufe ich vielleicht durch die Blutspritzer. Ich wollte gerade Blutspritzer sagen. in der Blutlache hier rum. Und wir gehen nämlich auch Fußabdrücke ab. Muss man ein bisschen also aufpassen. Nein! Oh Gott! Aber trotzdem ist es halt mega cool gemacht, diese Interaktion mit einzelnen Sachen, aber auch hier wie hier mit Elementen, das halt erstmal auffüllen müssen. Und wieder erst auskippen können. Ey, das gibt's doch nicht. Hallo. So, jetzt werde ich mal mit euch am Ende jetzt gucken, was können wir denn hier alles machen. Wir haben zum Beispiel Müllbeutel. Wo kommen die denn eigentlich hin? Kommen schon später auf unseren LKW. Ach, LKW, Verzeihung. Auf unserem Wagen können wir gleich mal gemeinsam gucken. Kommt ihr bestimmt drauf, weil einfach jetzt so in die Biotonne oder so schmeißen können wir ja natürlich hier nicht. Und dann wollen wir mal gucken, wir haben jetzt die ganzen Leichen. Haben wir auch einen Leichensack hier? Müllsäcke entsorgen. Aber hier packen wir nicht einfach so auf den Wagen, oder? Oh, sie fällt gleich runter. Ja. Ah, einfach da reinschmeißen. Gut, das sieht hier gar nicht mal verkehrt aus. Hat man ja Hocker hier noch.
Den packen wir mal genau schön dahin. So, in den Raum. Erster Stock. Achso, der erste Stock ist Verallgemeinheit. Denn wir haben natürlich hier noch ein bisschen mehr. Hier ist auf alle Fälle gar kein Blut. Aber was wir hier haben. Und dann haben wir hier noch das sogenannte Kinderzimmer. So, dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Zack, wie gesagt, das ist cool, immer sehr hilfreich. Wenn jetzt das Q drückt. Was kommt nämlich denn dahin? Sehr gut. Warte mal, hier haben wir noch was. Das kommt ja einfach irgendwo hier hin. Super. Ich weiß mal gar nicht, ob wir es perfekt genau machen müssen. Ich mache es einfach. Gut. Dann würde ich schon mal fast sagen. Oh, jetzt fehlen uns aber hier zwei. Naja, okay. Freunde, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gucken uns einfach mal an, wie wir denn jetzt hier die Leichenberge schon fast beseitigen können. Können wir die irgendwie abspritzen? Nee. Achso. So, Freunde, ich würde mal sagen, wir wissen ja, wie wir Leichen beseitigen können, wie wir Müllsäcke beseitigen können. Der Rest ist ja im Endeffekt jetzt nur noch sauber machen und reinigen. Das machen wir auch mal ganz fix hier. Was restlich hier weg ist. So, gehen wir einmal hier so ein bisschen rum. Ja, Freunde, also mal ein ganz kurzes kleines Fazit. Ich werde, glaube ich, jetzt nicht alles komplett mit euch jetzt hier machen. Nichtsdestotrotz, es ist ein atemberaubendes, gutes Spiel. Sage ich immer ganz gerne, aber es ist wirklich so. Es funktioniert auf Anhieb. Und ist natürlich mal so ein bisschen die Frage, in der Hoffnung, dass das Spiel natürlich sehr viel Abwechslung bieten sollte, lieber. Weil ansonsten das permanent zu machen, ist dann auch so ein bisschen. Man muss halt Zeit mitnehmen. Also jetzt glaube ich, ist meine Aufnahme aktuell geht bestimmt schon locker über eine Stunde. Also einfach mal ein bisschen Zeit mitnehmen. Und dann kann man hier auch mal ein bisschen herumcruisen. Ansonsten, Idee ist pfiffig. Das ist halt mal was komplett anderes. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Aber sehr schnell. Guck mal, jetzt haben wir auch so einen großen hier. Damit war jetzt noch den Rest. Oh, jetzt aber noch jede Menge. Guck mal, den Luftdruckreiniger, ey. Die Wasserdüsen. So. Ah, hier ist ein bisschen was. Zwei kleine Stellen. Oh, er war schon 93%. Das heißt, mal auffüllen. Ich glaube zu meinen. Achso, was ich mal gucken wollte, war ja, können wir die Leichen auch damit reinigen? Ja, irgendwie lustig. Ich wollte gerade sagen, wo sind die anderen? Zwei haben wir abgegeben. Oh, okay. Habe ich ihn unten eigentlich schon mitgemacht? Ah, einen Keller haben wir ja auch noch direkt, siehst du? Bin aber ziemlich sicher, dass wir ihn mitgenommen haben. There you go. Ach, der hängt da in der Ecke. Okay, gut. Wir haben ihn. Viel wird er davon nicht mehr mitbekommen. So, Freunde, ich will trotzdem jetzt so langsam aber sicher Feier machen. Bei mir setzt nämlich auch langsam aber sicher die Müdigkeit ein. Und da wir sowieso jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigt sein werden für die ganze kleine Sisyphus-Arbeit, war es jetzt erstmal gewesen? Vom Tatortreiniger oder vom Crime-Skin-Cleaner? Und ich freue mich auf alle Fälle schon, wenn es dann erstmal losgeht.
zumindest mit dem Prolog, viel mehr Missionen haben, wo wir reinschuppern können, in der Hoffnung, dass auch hier und da ein bisschen anders wird. Und ich denke mal, das wird es auch nach den Bildern zu urteilen, die wir bis jetzt schon mal gesehen haben, vorab. Kurz auf alle Fälle eine schöne Sache. Ein Spiel, der genau das verspricht, was der Trailer zeigt. Das ist wirklich sehr gut. Und das beweist mal wieder, wie schön es einfach mittlerweile ist, dass Indie-Spiele hier in unser Leben eingekehrt sind. Denn immer mehr größere Entwickler gehen immer so mit AAA oder Quattro A. Und am Ende des Tages machen doch eigentlich am meisten hier diese kleinen, feinen Spiele, so ein bisschen Indie-artig, am besten auf. Gut, ich würde mal sagen, Freunde, war es gewesen. Wie gesagt, jetzt habe ich es auch noch wieder ausgekippt. Wir sehen und hören uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ich bin gespannt, für was oder wie viel das Ganze natürlich kosten wird. Ich denke mal, roundabout 25 bis 30 Euro ist es aber allemal wert. Eine Unreal Engine dagegen, muss man mal sagen, stinkt doch ein klein wenig ab. Also hier mit der Unity Engine haben wir wirklich eine atemberaubende, schön aussehende Grafik. Und wie gesagt, auch mal ein Spiel, was vielleicht beim Trailer immer viel zu viel versprochen hat, aber am Ende es komplett eingehalten hat, das, was wir vorab schon gesehen haben. Freunde, wir sehen und hören uns. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. So, alle Leichen sind weg. Ah, oh, ich bin bereit. Ja, der Tatort ist schön. Können wir mal gucken, können wir ihn einfach jetzt so verlassen? Ja, du, das reicht vollkommen aus. Viel mehr muss es auch nicht sein. Ich meine Leichen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also wir haben unsere Leichen weggebracht. Wir haben viele Beweise vernichtet. Wir haben natürlich auch viel Dreck noch da gelassen. Obwohl 85%. Du, gar nicht mal verkehrt. Dafür, was, dass es von der Reinigung nicht perfekt war. Vollkommen in Ordnung. Freunde, wir sehen uns. Macht's gut.